Mir wurde hier folgende Frage gestellt: Warum gibt es Menschen, die seit 20 Jahren und länger Tinnitus haben und eigentlich gut damit leben und es auch ignorieren? Und warum kriegen die es nicht weg? So, zusammengefasst jetzt die Frage. Ich habe das jetzt hier nur überflogen dabei. So, und ich hoffe, der Mensch an der Kreissäge arbeitet jetzt nicht die ganze Zeit da draußen, denn dann müsste ich jetzt hier aufhören. Ich versuche aber mal drauf einzugehen. Wichtig Folgendes: Ich kann das natürlich nicht statistisch einschätzen. Ich habe jetzt keine Statistiken gewälzt. Ich habe auch jetzt mit keinen Fachleuten gesprochen oder sowas. Aber ich kann zumindest mal wiedergeben, was ich so in den Kommentaren der letzten Jahre gelesen habe, wie Leute oder was Leute beschreiben, die schon lange mit Tinnitus zu tun haben und was ich da so rauslesen konnte im Grunde an Gründen, warum die trotz dieser langen Zeit vermutlich, auch nur eine Vermutung, ja, ihren Tinnitus haben. Also keine Diagnostik, keine Statistik, kein fachmännisches Zeug hier oder sowas. Nur das, was ich so aus den Kommentaren zusammenfassend so für einen Eindruck habe von der Geschichte. Die erste Sache, die mir wirklich relativ häufig auffällt bei diesen Leuten, ist, dass sie beschreiben, ja, mein Tinnitus ist mir egal, ich habe den akzeptiert und ich habe den schon so lange und er geht trotzdem nicht weg, obwohl ich ihn akzeptiert habe. Und wenn ich dann so ein bisschen nachfrage, merke ich ganz oft, dass die Leute sich doch noch daran stören. Man merkt das manchmal so an so zweideutigen Kommentaren oder man merkt so an dem, was die Leute schreiben, dass sie sich zwar gerne selbst sagen, selbst einreden wollen, dass sie ihn akzeptiert haben und dass sie gut damit klarkommen. Aber wenn man mal genau hinhört und auch ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kriegt man sehr, sehr schnell mit, dass es eigentlich noch eine störende Sache für sie ist und dass sie sich eigentlich selbst veralbern. So hart das klingt an der Stelle, ja, aber ich kenne das von mir am Anfang auch, dass ich mir eingeredet habe oder einreden wollte, dass es nichts Schlimmes ist und dass ich mich nicht daran stören muss, aber es eigentlich überhaupt nicht geglaubt habe und mich eigentlich damit selbst veralbert habe. Und das lese ich tatsächlich auch immer mal wieder bei Leuten raus, die in 20, 30 Jahre oder vielleicht auch 10 Jahre nur oder sowas haben und bei denen man einfach merkt, so im Gespräch oder in der Kommunikation, dass die eigentlich nicht damit klarkommen und dass sie es eigentlich nicht akzeptiert haben und dass sie eigentlich noch nicht sich mit dem Tinnitus angefreundet haben, sage ich mal, oder ihn in ihr Leben integriert haben, sondern sich noch drüber ärgern und sich das nur nicht schaffen, nicht sich einzugestehen und andere Methoden auszuprobieren. Das ist die eine Sache. Die Kreissäge. Die nächste Sache, die mir auffällt, ist, dass manche Leute mir schreiben, dass sie gewisse physiologische, also körperliche Voraussetzungen und Bedingungen haben, die ihren Tinnitus immer wieder am Leben halten, ja. Also es gibt zum Beispiel Leute, die hatten einen Unfall oder die haben irgendeine progrediente, also irgendeine fortschreitende Erkrankung oder irgendeine Autoimmunerkrankung, die sich vielleicht aufs Innenohr oder so auswirkt und da Dinge kaputt macht. Es gibt ja auch verschiedene Erkrankungen im Ohr, die das Ohr im Laufe der Zeit immer mehr schädigen. Und das sind so Dinge, bei denen ich auch häufig lese, dass Leute Probleme haben, mit dem Tinnitus klarzukommen. Oftmals auch, weil der Tinnitus im Laufe der Zeit schlimmer wird oder sich verändert. Und sie beschreiben mir dann immer wieder, dass sie Probleme haben, sich da anzupassen, Probleme da haben, damit zu arbeiten, mit dem Tinnitus sich daran zu gewöhnen, weil sich immer wieder Dinge auf eine unschöne Art und Weise verändern. Oder auch Leute, die zum Beispiel einen starken Unfall hatten, der sehr viel beschädigt hat, wo dann ein Schaden auch im Ohr entstanden ist und daraufhin ein Tinnitus entstanden ist und die es einfach nicht schaffen, aufgrund der durch den Unfall entstandenen körperlichen Schäden den Tinnitus loszuwerden, die es auch nicht schaffen, den auszublenden. Oder was ich auch immer mal lese, sind Leute, die einen sehr, sehr lauten Tinnitus haben und bei denen sehr viele Dinge nicht funktionieren, wie zum Beispiel sich auch mal davon abzulenken oder den in den Hintergrund zu schieben oder sowas. Also so gewisse körperliche Voraussetzungen scheinen oftmals vorzuliegen, bei denen die Menschen Probleme haben, den Tinnitus aus dem Leben zu kriegen, den Tinnitus loszulassen, den Tinnitus in den Hintergrund zu schieben oder sich mit dem Tinnitus zu arrangieren. Das ist eine Sache, die ich auch immer mal wieder lese. Ist allerdings eine sehr seltene Sache, muss ich dazu sagen. Also das sind von den Leuten, die mir schreiben und auf
von denen erzähle ich jetzt gerade, sind das wirklich wenige, ist das ein kleiner Teil, ja. Da ist diese erste Sache, die ich vorhin erzählt habe, eine viel häufigere Sache als diese hier. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Leuten, die mir schreiben, die Probleme damit haben, ihren Tinnitus auch nach vielen, vielen Jahren loszuwerden. Das sind die, die mit dem Tinnitus selbst eigentlich überhaupt keine Probleme haben, also die super damit klarkommen, die auch wirklich sich nicht an dem Tinnitus stören, wenn ich das so rauslese, denen ist ja wirklich total egal. Aber die haben manchmal völlig andere Baustellen im Leben, die sie so belasten und so nerven, dass sie dadurch dauerhaft angespannt sind und dauerhaft in so einer übermäßigen Wahrnehmung sind, weil sie quasi dauerhaft in einer, ja, nicht unbedingt Gefahrensituation, aber so einer simulierten Wachsamkeitssituation sind, sage ich mal. Das sind dann zum Beispiel Leute, die genervt sind von ihrem Job oder jeden Tag mit einem nervigen Chef zu tun haben oder die zum Beispiel, das kommt tatsächlich des Öfteren vor, die in ihrer Ehe oder ihrer Partnerschaft unzufrieden sind und deswegen eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen angespannt sind und die ganze Zeit unzufrieden sind und schon unzufrieden nach Hause kommen und sich überhaupt nicht darauf freuen, ihren Partner oder ihre Partnerin zu sehen, sondern die eigentlich schon genervt sind, wenn sie nur dran denken. Und die beschreiben ganz häufig so eine ständige Anspannungssymptomatik. So eine, die haben dann auch oftmals andere Symptome, so oftmals so Nackenschmerzen oder Kopfschmerzen, so Spannungskopfschmerzen oder solche Dinge und Schlaflosigkeit, Probleme einzuschlafen. Die sind immer unzufrieden und gehen immer quengelig durchs Leben. Also die haben im Grunde andere Baustellen, die sie ständig in einer übermäßig aktiven Wachsamkeit sozusagen halten und immer in so einer, wie sagt man so, Hab-Acht-Stellung. Ja. Und deswegen die Hörverarbeitung auch so aktiv ist und auch zum Beispiel Muskelgruppen angespannt sind und viele, viele Rädchen, sage ich mal, ineinander greifen, die dann dazu führen, dass ein Tinnitus entsteht und wahrgenommen wird. Und der Tinnitus selbst ist dann gar nicht das Problem der Leute, sondern das andere, die anderen Baustellen im Leben sozusagen. Und ich habe da tatsächlich auch jemanden im Bekanntenkreis, der schon seit vielen Jahren einen Tinnitus hat, einen Musiker, der einen Tinnitus aufgrund einer Lautstärkeproblematik schon vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten bekommen hat. Und der Tinnitus ist eigentlich völlig egal für ihn. Aber der hat halt andere Dinge im Leben, mit denen er unzufrieden ist. Und deswegen sind mir auch diese beiden Beispiele jetzt aufgefallen, weil die wirklich am häufigsten vorkommen. Und eins davon ist bei ihm zum Beispiel auch Job, Arbeiten im Allgemeinen, Unzufriedenheit über dieses Roboten gehen und Arbeiten gehen. Ja. Aber das andere Thema, also es gibt wahnsinnig viele Themen, die das betreffen kann, aber es muss nicht der Tinnitus selbst sein, sondern es sind dann oftmals auch andere Themen im Leben, die dabei eine Rolle spielen. Die häufigsten, muss ich tatsächlich sagen, sind Arbeit, Unzufriedenheit auf Arbeit und Unzufriedenheit in der Partnerschaft. Das muss ich sagen, sind die häufigsten, die mir genannt werden in dem Fall. Ja. Gleich natürlich nach dem Tinnitus selbst, aber um die Gruppe geht's ja jetzt nicht. Es gibt wahrscheinlich noch eine riesige Menge anderer Gründe, warum sich Leute nach so vielen Jahren immer noch nicht von ihrem Tinnitus lösen konnten, obwohl sie sich vielleicht auch damit angefreundet haben. Aber diese drei Sachen, die ich jetzt hier genannt habe, das sind die, die mir in den Kommentaren, die ich bekomme und in den Gesprächen, die ich mit zum Beispiel mit meinen Patreon-Supportern führe, also Videotelefonate und Textnachrichten, ja, das, was ich da so aus diesen ganzen Sachen raushöre und natürlich aus den Kommentaren unter meinen Videos, was ich da rauslese. Also das sind so die häufigsten Dinge, die mir untergekommen sind. Ihr könnt das gerne mal ergänzen, wenn ihr noch andere Sachen habt, wenn ihr für euch vielleicht andere Gründe gefunden habt, wenn ihr Menschen kennt, bei denen es andere Gründe sind, aus denen der Tinnitus auch nach langer Zeit noch bestehen bleibt, vielleicht euch selbst ja auch, vielleicht habt ihr da ganz andere Erfahrungen gemacht. Schreibt mir die gerne unten in die Kommentare unter das Video und dann bin ich mal gespannt, was da noch alles so aufschlägt. Ja, ich lerne auch nie aus. Ja, ich höre auch immer mal wieder neue Stories von Leuten und Dinge, die ich in meinen 6, 7 Jahren, die ich mich mit dem Thema befasse, noch nie gehört habe. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns bald im nächsten Video.